Es ist Donnerstag, der 30. Januar 2014. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute haben wir zwei Gäste in der Sendung. Gleich werde ich als erstes mit Herrn Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation sprechen. Und danach wird es im Interview mit Freeman von Alle Schall und Rauch gehen um Sotschi. Und Freeman war in Sotschi, hat sich die Vorbereitung für die Olympischen Winterspiele angesehen. Doch dazu später mehr. Als erstes darf ich Herrn Wehrmeier begrüßen. Guten Abend, Herr Wehrmeier. Guten Abend. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben für unsere Sendung. Ja, Herr Wehrmeier, Sie sind von der Open Knowledge Foundation. Was macht Ihre Organisation? Die Open Knowledge Foundation Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Wir betreiben verschiedene Projekte im Bereich Open Government und Open Data und führen auch Veranstaltungen in dem Bereich durch. Also einige Projekte sind zum Beispiel der offene Haushalt.de, wo wir die Haushalte von des Bundes, der Länder und der Kommunen visualisieren und etwas zugänglicher machen. Wir betreiben ein Projekt namens offenesparlament.de, wo wir den Bundestag ein bisschen genauer beleuchten und quasi Daten dazu sammeln und aufbereiten. Und unter anderem halt auch fragdenstaat.de, ein Portal zur Informationsfreiheit. Was kann man sich unter fragdenstaat.de vorstellen? Welche Art von Informationen findet man? Also fragdenstaat.de ist einfach eine Webseite, die eine Liste von Behörden bereitstellt. Und diese Liste, da kann man sich eine Behörde raussuchen als Bürger und dann eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Wir haben ja in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene und andere Gesetze auch auf Landesebene. Und diese Gesetze kann man nutzen, um halt eine Informationsfreiheitsanfrage zu stellen. Das bedeutet, man kann nach Dokumenten und Informationen in Behörden fragen. Und Frag den Staat macht das etwas einfacher. Man kann sich halt in dieser Liste von Behörden eine Behörde heraussuchen und dann eine Anfrage an diese Behörde stellen. Wir verschicken diese Anfrage dann per E-Mail und die Antwort kommt dann halt auch wieder an die Plattform und wir stellen halt die gesamte Korrespondenz mit der Behörde öffentlich dar. Das bringt die Behörden in den meisten Fällen dazu, etwas ehrlicher zu antworten oder sagen wir mal transparenter zu sein, weil halt der Druck der Öffentlichkeit dahinter steht, auch richtig zu antworten. Alle können halt die Konversation sehen und auch den Anfragesteller gegebenenfalls unterstützen, wenn da etwas schieflaufen sollte. Das heißt, der Anfragesteller macht das über ihr Portal. Das heißt, die Behörde sieht dann wahrscheinlich auch, dass es über fragdenstaat.de läuft. Das heißt, dass auch ein öffentliches Interesse dahinter ist. Genau. Also das hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Also einige Behörden bekommen halt nicht so gerne fragdenstaat.de Anfragen. Fragt man dann gegebenenfalls besser irgendwie privat an. Aber wenn man denkt, dass man Informationen anfragt, die auch für andere Menschen sinnvoll sind oder dass sie die auch sehen sollten, dann ist halt eine Frag-den-Staat-Anfrage der beste Weg, um diese Informationen zu teilen. Und das heißt, man kann praktisch wissen, wenn es über Frag-den-Staat.de ist, dass da auch ein Interesse daran ist, das auch die Öffentlichkeit wissen zu lassen. Genau, also Frag-den-Staat ist nicht für Anfragen, wo es um persönliche Daten geht oder wo man selber also zum Beispiel wo es um datenschutzrechtlich relevante Sachen geht. Also man soll da nicht, nach seinen Stasi-Unterlagen fragen andere Dinge. Es geht halt wirklich um Informationen, die im allgemeinen Interesse sind. Und diese Informationen sollen dann mit einer öffentlichen Anfrage angefragt werden. Und die Antwort ist dann halt auch öffentlich, inklusive der Dokumente, die dabei herauskommen. Und dieser Prozess, den haben wir halt auf dieser Plattform etwas einfacher gestaltet, sodass halt, wenn der komplett elektronisch, also per E-Mail abgewickelt wird, dann muss der Nutzer sich auch um nichts kümmern, weil die ganzen Informationen halt automatisch in eine Anfrage hineinfließen. Und man muss halt nicht extra noch etwas veröffentlichen. Es ist alles schon dann veröffentlicht. Worum ging es jetzt bei der Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, wo jetzt ja eine Meinungsverschiedenheit mit dem Bundesinnenministerium daraus entstanden ist? Also bei dieser Anfrage ging es um ein Dokument zur Europawahl. Also man muss da ein bisschen noch zurückschauen. 2011
hat das Bundesverfassungsgericht die damalige Fassung des Gesetzes zur Europawahl als verfassungswidrig deklariert, weil die Sperrklausel, also die Prozenthürde in diesem Wahlgesetz, die war 5% und die Verfassungsrichter meinten, das sei verfassungswidrig. Das würde halt kleine Parteien benachteiligen und würde für die Europawahl keinen Sinn machen. Das ist halt dann quasi Verfassungsrecht geworden. Und kurz danach hat das BMI, also das Bundesinnenministerium, intern eine Studie verfasst, die dieses Urteil analysiert hat. Das sind ungefähr, es waren nur 5 Seiten. Und da kamen die Beamten, die Rechtsexperten im Innenministerium zu dem Schluss, dass auch eine Änderung des Europawahlgesetzes, die eine andere Prozenthürde drin hätte, eine niedrigere zum Beispiel, auch verfassungswidrig wäre. Also haben sie empfohlen, überhaupt keine Sperrklausel in eine zukünftigere Änderung des Europawahlgesetzes einfließen zu lassen. Nun etwas weiter nach vorne. Letztes Jahr wurde ein neues Europawahlgesetz vom Bundestag verabschiedet und in dem steht jetzt eine 3%-Hürde drin. Und das steht natürlich im Widerspruch zu der internen Rechtsmeinung des Bundesinnenministeriums. Diese Rechtsmeinung wurde dann publik, als der Spiegel darüber berichtet hat, allerdings ohne das Dokument selber quasi zugänglich zu machen. Daraufhin hat ein Bürger, Herr Guido Strack, der Gründer des Whistleblower-Netzwerks, eine Anfrage nach diesem Dokument beim Innenministerium gestellt und er hat dieses Dokument auch erhalten. Allerdings hat er auch in der Antwort des Innenministeriums die Antwort bekommen, dass er dieses Dokument nicht veröffentlichen solle. Und das ist natürlich, das ist uns auch schon mal passiert. Wir haben auch Anfragen an den Bundestag nach Gutachten dort und diese Gutachten sollten wir auch nie veröffentlichen. In solchen Fällen haben wir halt immer so einen Button auf die Seite gebaut, den man einfach drücken kann und dann stellt man diese Anfrage nochmal im eigenen Namen. Natürlich ist das ein absolut abstruser und absurder Prozess, weil jeder kann eine Informationsfreiheitsanfrage stellen und ein Dokument erhalten. Aber wenn es niemand veröffentlichen kann, dann muss jeder, der das Dokument sehen möchte, immer noch eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Also anstatt das Ministerium zu entlasten durch eine Veröffentlichung, müssen wir immer weiter dieses Dokument anfragen. Bei längeren Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der gegebenenfalls auch externe Rechtsexperten heranzieht, hatten wir da noch einigermaßen Verständnis. Allerdings ist dieses Verständnis jetzt, da hatten wir jetzt keins mehr für, als es um das Bundesinnenministerium ging. Das Innenministerium hat natürlich, also wir haben die Veröffentlichung verboten, aber wir haben das Dokument dann dennoch veröffentlicht und das Bundesinnenministerium hat uns daraufhin abgemahnt. Das heißt, Sie sind einer anderen Rechtsauffassung, dass das Bundesinnenministerium in dem Bescheid, wo es die Veröffentlichung untersagt hat, eine unzutreffende Rechtsauffassung gehabt hat. Genau, also Sie haben halt in Ihrem Antwortschreiben zweierlei Argumente angebracht. Das eine Dokument ist noch absurder als das andere. Also das erste Argument ist, diese Studie sei nur halt für den internen Gebrauch gewesen und dürfe deswegen nicht veröffentlicht werden. Natürlich ist aber nun klar, dass das Informationsfreiheitsgesetz gerade für diese internen Dokumente ist. Das heißt, gerade diese internen Dokumente bekommt man über das Informationsfreiheitsgesetz und das hat auch nichts mit der Veröffentlichung zu tun. Also das zweite Argument, was dann angeführt wurde, war das Urheberrecht. Das Urheberrecht sieht halt für Autoren vor, dass die entscheiden können, wo etwas veröffentlicht wird und wo es genutzt wird. Und da das Bundesinnenministerium auch die erste Argumentation von wegen, es sei intern und dürfe nicht veröffentlicht werden, also diese Internität, also diese interne, dieses Dokument, dass es intern sei, das zieht natürlich überhaupt nicht, das wird auch in keinem Gesetz wiedergespiegelt. Aber dieses Urheberrecht, das wir in Deutschland haben, macht es halt möglich, solche Dinge abzumahnen, wenn man so ein Dokument ins Internet stellt. Es ist auf jeden Fall erstmal möglich, das nach Urheberrecht abzumahnen. Wir sind allerdings der Meinung, dass Informationsfreiheit hier ein höherrangiges Recht sein muss als das Urheberrecht. Immerhin wurde das Dokument quasi von Steuergeldern bezahlt und von Staatsbeamten erstellt in ihrer Arbeitszeit. Und da kann es ja nicht sein, dass man das Dokument über eine Informationsfreiheitsanfrage erhält, aber nicht veröffentlichen darf. Wir sind halt der Meinung, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und halt auch Informationsfreiheit ein höherrangiges Recht ist als das Urheberrecht und das Urheberrecht hier zurücktreten muss. Deswegen haben wir das Dokument auch weiterhin öffentlich und wir haben quasi die Abmahnung
also die Unterlassungserklärung in der Abmahnung nicht unterzeichnet und wir stellen uns einem Rechtsstreit in diesem Fall. Das heißt, Sie verlangen, dass das Urheberrecht grundrechtsfreundlich auszulegen ist? Ja, also das kann man so sehen. Unsere andere Forderung ist allerdings noch etwas extremer. Eigentlich fordern wir, dass Dokumente, die in der Verwaltung erstellt werden, nicht dem Urheberrecht unterliegen. Es gibt schon im Urheberrecht den Paragraphen 5, der amtliche Werke vom Urheberrecht ausschließt. Ein amtliches Werk ist allerdings sehr genau definiert und das trifft momentan nur auf Gesetze zu und andere amtliche Bekanntmachung in Amtsblättern und halt nicht auf Dokumente, die in der internen Verwaltung erstellt werden. Das sollte aber eigentlich der Fall sein. Dann müsste man ja unter Umständen, wenn diese Formulierung da klar ist, man möchte, dass das generell auch interne amtliche Dokumente, die nicht direkt zur Veröffentlichung für die Allgemeinheit bestimmt sind, außer für den persönlichen Gebrauch über das Informationsfreiheitsgesetz laufen müssen, dann müsste man eventuell ja bis zum Bundesverfassungsgericht kommen oder man müsste dann eine Klärung kriegen, dass vielleicht das Informationsfreiheitsgesetz oder Ausnahmen vom Urheberrechtsschutz und Urheberrechtsgesetz dann vorrangig sind. Also auf der einfach gesetzlichen Ebene. Also unser Ziel ist es natürlich schon, das komplett durchzuklagen, bis das halt rechtskräftig geworden ist. Ein Ziel kann halt auch sein, dass Informationsfreiheit eindeutig vom Bundesverfassungsgericht als Grundrecht festschreiben zu lassen. Das ist momentan nicht so der Fall, dass es halt gängige Rechtsprechung ist. Informationsfreiheit kann man im Grundgesetz aus dem Paragraphen 5 herauslesen, wenn man das möchte. Aber quasi ein Grundrecht auf Informationsfreiheit, das auch ganz klar über dem Urheberrecht steht, wäre auf jeden Fall zu begrüßen als Entscheidung. Darauf könnte man hinarbeiten. Wir können aber halt jetzt noch überhaupt nicht sagen, wie das verlaufen wird. Momentan sind wir auch noch nicht in die gerichtliche Verhandlung eingetreten. Momentan haben wir nur eine Abmahnung erhalten und diese ignoriert. Jetzt ist es am Bundesinnenministerium, eine einstweilige Verfügung zu erwirken und die gerichtlichen Schritte einzuleiten. Ihre Anwälte vertreten ja auch die Auffassung, dass der Paragraph 50 Urheberrechtsgesetz, da geht man ja ein auf den Begriff des Tagesereignisses, dass das ein Tagesereignis sei, weil es halt hinreichend aktuell ist, wenn ich es richtig verstehe. Und dass es deswegen ja dann auch im Sinne der Informationsfreiheit auszulegen ist. Also ich kenne mich mit dem Urheberrecht so detailliert nicht aus. Das mit dem Paragraph 50 ist, also mit den Tagesereignissen, ist zwar wahr. Problematisch ist natürlich, dass wenn man heute eine Informationsfreiheitsanfrage kriegt, dann bekommt man halt frühestens eigentlich so aus der Praxis gesehen in einem Monat eine Antwort. Bis dahin ist jedes Tagesereignis verstrichen. So könnte man jedenfalls argumentieren. Das Tagesereignis im Urheberrecht muss einfach breiter ausgelegt werden als öffentliches Interesse. Und das öffentliche Interesse an staatlichen Dokumenten ist meines Erachtens halt immer gegeben. Der Staat muss sich transparenter machen und ein Schritt dahin ist einfach, dass Dokumente, die der Staat produziert, dem Urheberrecht nicht unterliegen dürfen, beziehungsweise dass es da Ausnahmen im Urheberrecht geben muss, die darauf dann eingehen. Alles andere ergibt halt eigentlich keinen Sinn. Der Staat kann einfach nicht verbieten, dass Dokumente, die beschreiben, wie er funktioniert, so einfach aus dem Internet entfernt werden können über halt Urheberrechtsabmahnungen. Das ist halt absurd und das haben halt auch viele Anwälte schon festgestellt. Da gab es ja einiges an Presserezensionen, die gesagt haben, dass sich das Bundesinnenministerium tatsächlich sehr nah an die Zensur begibt und dass es halt ein ganz absurder Fall ist. Zumindest der Sinn und Zweck des Informationsfreiheitsgesetzes scheint da ja unterlaufen zu werden, wenn man das so hinnimmt. Genau, der Sinn ist natürlich, Einblick in diese Dokumente zu bekommen. Leider sind halt die ganzen Gesetze halt alle schon, sagen wir mal, nicht auf dem aktuellsten Stand. Das Bundesinformationsfreiheitsgesetz ist von 2006 mit sehr viel Mühe in Kraft getreten und ist auch nicht reformiert worden seit dieser Zeit. Und da stehen halt immer noch so Dinge drin, die halt dem momentanen digitalen Alltag nicht mehr entsprechen. Es geht halt da immer um Akten und Akteneinsicht und Aktenauskunft.
Aber momentan ist die Praxis einfach, dass Dokumente als PDFs versendet werden. Und der nächste naheliegende Schritt ist selbstverständlich, dass diese Dokumente auch online gestellt werden oder an einen unbegrenzten Personenkreis weitergegeben werden. Und dahingehend muss einfach das Gesetz angepasst werden an diese Realität. Ich denke, auch ein wichtiger Schritt, wo vielleicht auch für das Thema öffentliches Interesse, kann ja auch sein, Herr Guido Strack ist ja selber einer der Kläger damals gewesen bei der Wahlprüfungsbeschwerde. Und ich habe das Urteil gelesen, ich habe es mit seiner Wahlprüfungsbeschwerde verglichen. Ein wichtiges Argument war das, was er damals geltend gemacht hat, ist, dass das Europaparlament ja sich in Fraktionen gliedert und parteimäßig kann es ruhig zersplittert sein und es muss... Wichtig ist, dass die Fraktionen nicht so zersplittert sind und dass das keine Regierung wählt und dass man deswegen nicht so eine Notwendigkeit ist für eine Prozenthürde hat, wie bei Bundestagswahlen und bei Landtagswahlen. Und das hat das Verfassungsgericht sich auch in erheblichem Maße zu eigen gemacht in dem Urteil von damals. Und er finde ich es verständlich, dass dann er selber auch eine Anfrage stellt zum nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Ja genau, also ich meine, das Verrückte ist einfach, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu selbstverständlich gemeinfrei ist. Da liegen keine Urheberrechte dran, das ist halt ein amtliches Werk. Nur die Studie, die daraufhin auf Basis dieses Urteils im Innenministerium angefertigt wurde und die eigentlich größtenteils auf diesem Urteil basiert, ist quasi rezipiert, ist nochmal erklärt, die soll jetzt einen Urheberrechtsschutz genießen. Das halten halt viele für mehr als fragwürdig. Und dagegen werden wir halt auch vorgehen. Die Vorgehensweise des BMIs hier ist natürlich auch sehr widersprüchlich. Man versteht nicht ganz, was für ein Ziel die wirklich verfolgen wollen. Das Dokument aus dem Internet herauskriegen, das werden sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Mehrere Medien in Deutschland und auch weltweit spiegeln das Dokument jetzt. Das Dokument ist nicht mehr aus dem Internet herauszukriegen. Die Aufmerksamkeit für das Dokument ist wesentlich gestiegen seit der Abmahnung. Allerdings möchte das BMI halt eine grundsätzliche Klärung dieses Falls bewirken, so dass, wenn es zugunsten des BMIs ausgehen würde, die Veröffentlichung von Dokumenten, die über das Informationsfreiheitsgesetz herausgegeben wurden, quasi grundsätzlich in Frage gestellt wäre. Und damit wäre natürlich auch der Sinn der Plattform Frag den Staat in Frage gestellt. Das haben wir so erkannt und möchten halt die Plattform in ihrer jetzigen Form auf jeden Fall erhalten. Und deswegen gehen wir halt auch dagegen vor. Ich habe mir mal angeguckt, die Parteien, die damals auch zum Teil geklagt haben, welche Politiker nicht reingekommen sind, das hatte der Herr Strack auch dargestellt, von denen haben die, wüsste nicht eine Partei, wenn ich mich recht entsinne, die 3% oder mehr bekommen hat, da waren 1 oder 2% waren da vielleicht zwei dabei, das waren 7, 8 Politiker von 7 Parteien, die damals nicht reinkamen und die würden mit einer 3%-Hürde auch wieder nicht reinkommen. Das ist ja, das vielleicht ist auch etwas, was für Zahlen. Bedenken, ja. Also man muss allerdings auch sehen, dass zum Beispiel die NPD geklagt hat gegen diese Prozenthürde. Allerdings halt auch Vereine wie Mehr Demokratie, der jetzt nicht unbedingt ein rechter Verein ist, würde ich sagen, das ist eigentlich ein eher progressiver demokratischer Verein. Aber natürlich gibt es eine große Resonanz aus allen Ecken. Politik ist halt nicht nur die großen Parteien, da finden halt auch Dinge in den Nischen statt. Und wenn die Gehör finden sollen, dann ist eine Prozenthürde definitiv nicht das richtige Mittel. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Europawahlexperte oder überhaupt Wahlexperte bin. Ich habe mich halt hier auf den Urheberrechtsteil konzentriert. Allerdings kann man halt hier schon sehen, dass das BMI in diesem Fall exemplarisch diesen Konflikt zwischen interner Meinung und tatsächlichem politischen Handeln etwas verbergen möchte. Und ich nehme an, wie das Ganze weitergeht, das wird man bei Ihnen dann wahrscheinlich auch erfahren. Genau, wir berichten darüber zum Beispiel also auf unserer Webseite, auf unserem Blog oder auch auf Twitter unter Frag den Staat. Momentan warten wir halt darauf, auf eine Reaktion des BMIs. Wenn da sich jetzt nichts kommt, dann würden wir halt sagen, dass so eine Abmahnung offenbar wirkungslos ist. Die kann man dann getrost ignorieren. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen und werden auch in nächster Zeit noch einige Verbesserungen an der Webseite vornehmen, um die Interaktion mit solchen etwas, sagen wir mal, sturen Behörden zu vereinfachen.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Überblick. Und ja, wer sich weiter informieren möchte, wer die Dokumente lesen möchte und die bisher ausgetauschten Argumente, findet das auf der Webseite von Frag den Staat. Ganz herzlichen Dank. Wir hören gleich etwas Musik und dann kommt das Interview mit Freeman, was wir vorher aufgezeichnet haben. Hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 30. Januar 2014 auf Jungle Drum Radio. Sie hören Volker Reusing. Gleich hören Sie das Interview mit Freeman von Alles Schall und Rauch. Freeman ist in Sotschi gewesen, hat sich die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele angesehen und es ging bei dem Interview ja hauptsächlich da um seine Eindrücke von dort. Wir sind hinterher doch auf weitere Themen zu sprechen gekommen, zum Beispiel rund um Sotschi auch, dass es diese Boykottüberlegungen gegeben hat gegenüber Russland und ja, wie man das einschätzen sollte und auch, dass ein Video von Freeman auf YouTube gesperrt worden ist, weil man im Hintergrund Live-Musik hört und dort Musiker mit aufgenommen hat. Und ja, aber es ist aber über Vimeo auch bei Alles Schall und Rauch zu sehen, wer seinen Bericht von Sotschi dann im Original sehen möchte. Ich möchte mich für die Tonqualität beziehungsweise für mehrere Unterbrechungen während des Interviews, was wir vorher aufgezeichnet haben, entschuldigen. Da gab es leider über Skype ein paar technische Probleme, die aber nicht an uns gelegen haben. Das Interview ist relativ lang geworden, ungefähr 90 Minuten sind es geworden. Und nun bitte ich um Abspielen des Interviews. Gleich eine Ansage noch, die nächste Sendung ab Februar ist Macht und Menschenrechte dann immer donnerstags 19 Uhr zu hören, am 2. und am 4. Donnerstag. Ab Februar stellen wir auf den 2. und den 4. Donnerstag um. Ja, und nun bitte ich um Abspielen des Interviews. Sie hören in der Sendung Macht und Menschenrechte am 30. Januar 2014 nun das Interview mit Freeman von Alles Schall und Rauch zu Sotschi. Dies ist eine Aufzeichnung. Hallo Freeman. Ja, hallo. Und es freut mich wieder bei euch zu sein. Du bist vor einiger Zeit in Sotschi gewesen. Was sind deine Eindrücke bisher von den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele? Also ich bin über die Weihnachtsfeiertage in Sotschi und Umgebung gewesen. Ich habe mir das sogenannte Olympische Dorf angeguckt, also die Sportstätten, die in den Hallen stattfinden, sind ja unten in dem Stadtteil Adler. Das liegt einige Kilometer außerhalb von Sotschi, in der Nähe von Flughafen am Meer. Und ich habe mir in den Bergen die Sportstätten angeguckt, die alle im Freien stattfinden. Und ich muss sagen, also von was ich gesehen habe, ist alles fertig und alles parat. Also die Olympischen Spiele können stattfinden. Wann gehen die Spiele eigentlich los? Also die Eröffnungsfeier ist am 7. Februar und das Ganze dauert dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen. Ich habe in der Basler Zeitung gelesen, dass die Spiele für Russland ungefähr 3 Milliarden kosten sollen und dass da 50.000 Sicherheitskräfte eingesetzt werden sollen. Naja, 3 Milliarden wäre ein bisschen wenig. Also insgesamt wurden dort, wenn man alles rechnet, 50 Milliarden Dollar investiert in die ganze Sache. Aber das besteht hauptsächlich aus sehr vielen Infrastrukturarbeiten. Es wurde ein neuer Flughafen gebaut, es wurden Autobahnen gebaut und Brücken und
eine neue Eisenbahnlinie in die Wintersportorte. Also neben den ganzen Sporthallen und auch die Gebäude, wo die Sportler dann untergebracht werden. Also da wurde sehr viel an der Infrastruktur gemacht, was den Leuten da zugutekommt. Man kann das vergleichen mit München. Also ich kann mich erinnern, wo in München Anfang der 70er Jahre die Olympiade war, hat ja München auch die U-Bahn und S-Bahn beschert bekommen, nicht? Also ohne Olympiade wäre das ja auch nicht passiert. Also deswegen, also es gibt sehr viel Nebenprodukte oder wie man das will, an Infrastruktur, die ja dann bleibt und der Bevölkerung zugutekommt, nicht? Also was da investiert wurde. Scheint ja besser geplant zu sein als zum Beispiel in Brasilien, wo man eine größere Zahl von Stadien ausgebaut hat und dann nach der WM wahrscheinlich nicht mehr überall einen entsprechenden Bedarf hat. Ja, also die Region Sotschi am Schwarzen Meer ist ja schon immer eine Touristenregion gewesen. Also es ist ja, gehört ja zum wärmsten Gebiet Russlands und mit subtropischem Klima mehr. Und das heißt, das ist ja auch schon immer ein Touristengebiet gewesen. Und was sie jetzt machen, ist das Ganze noch verbessern plus noch den ganzen Wintersport dazu nehmen in den Bergen. Nicht? Also die liegen ja 60 Kilometer landeinwärts in den Bergen. Das Ganze wurde ausgebaut, sodass auch der Wintertourismus jetzt in dieser Region noch besser wird. Ne? Also das hat auf jeden Fall alles mit der Zukunft zu tun in Sachen Tourismus, um diese ganze Region attraktiv zu machen. Was hört man denn so in russischen Medien? Wo rechnen sich denn die Russen Erfolgschancen aus? Ja, also für Russland ist das natürlich genau genommen eine rein russische Geschichte. Also sie sehen eigentlich weniger, dass da viele Leute aus dem Ausland kommen werden, sondern für sie ist das ein mehr oder weniger eine interne Veranstaltung und sie freuen sich sehr und es ist ein Riesenthema. Und es ist sozusagen, ich würde mal sagen, sie feiern sich selber, dass das überhaupt zustande gekommen ist und was sie da auf die Beine gestellt haben. Ne? Also ich wurde auch dauernd von den Russen gefragt, die ich getroffen habe, wie ich das finde und was ich davon halte. Und sie waren sehr an meiner Meinung interessiert, wollten natürlich hören, dass ich das toll finde, und das ist auch so. Also wenn man sich alles anschaut, dann entspricht das mehr als Weltstandard, was sie da errichtet haben, ja. Das heißt, es kommt gar nicht in erster Linie den Russen von ihrer Einstellung auch darauf an, wer die meisten Medaillen gewinnt, sondern es geht um die Spiele an sich. Ja doch, ich meine natürlich, dadurch, dass das Heimspiele sind, sind natürlich auch neben der Investition in die Infrastruktur auch viel in die Training-Vorbereitung investiert worden. Ich glaube, dass wie jedes Land, das eine Olympiade austrägt, motiviert das, die Sportler gut abzuschneiden. Und ich glaube schon, dass sie selber dadurch ziemlich viel Medaillen gewinnen werden. Man merkt auch, dass sie in Sportarten, wo sie früher noch nicht so bekannt waren oder nicht so gut waren, doch jetzt ein hohes Niveau erreicht haben. Das sieht man zum Beispiel im Skisport, aber auch in den anderen Sportarten sind sie schon auf internationales Niveau in den letzten Jahren hochgekommen. Sport ist ja ähnlich wie Kunst ja auch oft auch ein wichtiges Mittel der Völkerverständigung. Ja. Und die Welt könnte ja mehr doch einiges an Völkerverständigung gebrauchen.
Ja, deswegen finde ich es völlig schade. Was heißt schade? Ich finde es sogar eine Frechheit, wie diese Anti-Olympiade und anti-russische Propaganda im Westen läuft. Die wollen denen echt die Spiele sabotieren, ja. Ich meine, man stelle sich vor, wenn das umgekehrt wäre. Wenn also zum Beispiel die Spiele in London da und sabotiert worden wären, also dann wären wir eingeschnappt. Aber umgekehrt ist das in Ordnung, ja. Da, ich meine, es kommen ja praktisch nur immer negative Berichterstattung kommt da. Aber ich konnte mich überzeugen, dass das Ganze eine tolle Sache ist. Sie haben wirklich was Einmaliges da errichtet und ich freue mich, dass ich jetzt dann Ende Januar wieder hingehe und mir die Spiele anschauen werde. Und das hat sich aber nicht auf die Teilnahme von Sportlern ausgewirkt und ich glaube, nur einige Regierungen schicken nicht die Regierungschefs, sondern ausschließlich die Sportminister oder oder Sportfunktionäre, um das Land zu vertreten. Ja, natürlich ist es so, dass wenn irgendwelche Politiker gehen ja nur zu Sportveranstaltungen aus parteitaktischen und wahltaktischen Gründen, nicht? Und offensichtlich in diesem Fall meinen gewisse Politiker, indem sie nicht hingehen, ist es ein Vorteil für sie, ja. In anderen Jahren drängen sie sich alle zu diesen Sportveranstaltungen, weil sie halt dann meinen, es ist zu ihrem Vorteil. Ne? Also es kommt immer darauf an, wo etwas stattfindet. Ne? Ich meine, die Merkel war ja auch da und bei der Fußballgeschichten dabei und zeigen sich dann in die Kameras. Oder? Das ist doch nicht, weil sie Interesse am Sport haben, sondern weil sie meinen, damit im Publikum gut anzukommen. Vor allem, wenn ich bin letztes Jahr im Herbst, ohne die Besonderheit der Russen, hätten wir heute keinen Frieden. Hätten wir heute keinen Weltfrieden. Und da finde ich es im Verhältnis dazu, sind es doch wirklich Dinge, wie zum Beispiel Gesetz zu Homosexuellen zum Beispiel, sind das Dinge, über die erwachsene Menschen miteinander konstruktiv diskutieren können. Ich finde es völlig jegliches Maß verloren, dass man deswegen dann so einen halben Boykott macht. Ja, ich meine, das ist auch wieder so eine falsche Darstellung. Dieses Gesetz in Russland ist doch nicht gegen Homosexuelle, sondern es ist für den Kinderschutz. Das ist ja wieder was anderes, oder? Das heißt also, Kinder bis 14 Jahren sollen nicht dieser Propaganda ausgesetzt werden, weil sie in einem Alter sind, wo sie halt leicht beeinflussbar sind. Es geht also gar nichts gegen, es ist überhaupt nicht gegen Homosexuelle. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass auch eine Abwehrreaktion ist. Ja, sie sollen, ich meine, wir merken doch selber jeden Tag, wie dauernd dieses, es geht ja gar nicht mehr um Toleranz, sondern es wird uns diese Sache mehr oder weniger aufgedrängt dauernd durch eine permanente Propaganda, die in den Medien läuft, ja. Mhm. Es ist ja schon in die andere Richtung umgeschlagen, ja. Mhm. Und die Russen sind halt dann, die russische Regierung ist da zu einem anderen Ergebnis gekommen, was das richtige Maß ist. Ich verstehe. Genau. Ich meine, das ist ihre Einstellung und die ja mit der orthodoxen Religion und auch mit vielen anderen kulturellen Sachen zusammenhängen. Und da dürfen wir uns da nicht einmischen und auch wieder ihnen sagen, wie sie zu denken haben. Ja, ich meine, das ist doch eine Sache, die sie intern für sich regeln, ja? Ich habe das bisher ausschließlich aus Deutschland und ich habe aus Deutschland und aus den USA gehört, diese Kritik. Also aus Deutschland, wenn ich mich recht entsinne, kommt der Sportminister und aus den USA kommt eine Sportfunktionärin, die sich auch für homosexuelle Menschen einsetzt und der russische Präsident, seine Exzellenz Herr Putin,
hat ganz spannend das aus seiner Sicht richtig gestellt. Also ja, scheint, ja. scheint ein Sturm im Wasserglas zu sein. Ja, ich meine, ich sage ja, die werden sich, es ist ja so, wenn man sich anguckt, wie viel eigentlich die westlichen Wirtschaft von dieser ganzen Olympiade profitiert hat. Viele dieser Bauten wurden ja von westeuropäischen Firmen aufgestellt. Die haben also damit ein Geschäft gemacht. Sie haben damit Menschen beschäftigt, ja, und Gewinne erzielt. Deswegen, ich verstehe gar nicht, wie man das boykottieren kann, wenn die Wirtschaft dadurch nicht gewonnen hat. Der Flughafen, die Brücken, die Straßen, die Liftanlagen und alles wurde und die Eisenbahn, die wurden ja alles von westlichen Firmen aufgebaut, ja. Deswegen, ich verstehe gar nicht, wieso man das boykottiert, ja. Ich meine, die schneiden sich doch ins eigene Fleisch, weil eins weiß ich, die Russen vergessen das nicht. Die werden dann die Konsequenzen ziehen nach der Olympiade. Die werden sich genau angucken, wer also eine positive Einstellung hatte und wer eine negative. Und die werden dann entsprechend die Leute bestrafen, die meinen, sie können hier blöd tun. Ist ja völlig normal. Unser deutscher Bundespräsident ist, glaube ich, für einen Boykott gewesen. Ja gut, aber was der Affe will, das ist ja eh uninteressant. Ich meine, was hat denn der schon zu sagen? Der hat da nichts zu sagen. Ja? Er ist dafür nicht zuständig. Das ist Zuständigkeit der Kanzlerin oder des Außenministers. Der hat überhaupt, das ist so eine Figur, oder? Null zu sagen, der Typ, ja. Wie ist denn die Präsenz von Medien aus anderen Ländern außerhalb Russlands bisher? Naja, das kann ich nicht so beurteilen, aber ich weiß, dass die, sagen wir, die traditionellen Wintersportnationen wie die Schweiz, Österreich und die anderen, wir haben eine ziemlich große Präsenz dort. Einerseits medienmäßig, andererseits auch, indem sie zum Beispiel in diesem olympischen Dorf ihre Häuser erstellt haben. Also es gibt ein Schweizer Haus, ein Österreich Haus und so weiter. Und sie nutzen dann diese Veranstaltung für eigene Werbezwecke. Nicht? Also sie tun damit ihren eigenen Tourismus fördern, indem sie dort sozusagen einen Pavillon haben, der dann dazu benutzt wird, um ihren eigenen Tourismus kundzutun. Ne? Wo sind eigentlich dieses Jahr die Sommerspiele? Wo sind die jetzt? In Brasilien, oder? Das könnte sein, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ja. Ich glaube in Brasilien, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich mit den Sommerspielen nicht so befasst. Etwas, was ja auch den Russen, wo die Russen mal wieder in die Kritik gekommen sind, ist, dass sie das Demonstrationsrecht zu sehr einschränken würden. Aber in Sotschi habe ich gelesen, soll Demonstrationen zumindest möglich sein. Also ich habe gerade geguckt, die Olympischen Sommerspiele sind 2016 in Rio. Nicht? Also es ist ja so, die Winterspiele sind ja jetzt, seit ein paar Jahren sind die ja versetzt. Früher waren sie im gleichen Jahr, aber jetzt sind sie ja versetzt um 2 Jahre. Deswegen 2016 in Rio de Janeiro. Ach, ich hatte das noch so in Erinnerung, dass das im gleichen Jahr wäre, deswegen. Ja. Okay. Und wegen der Demonstrationsrecht. Ich meine, es sind ja ausdrücklich Demonstrationen erlaubt während der Olympiade.
Das hat ja Putin betont, ne? Also da gibt es in dem Sinn nur eine Einschränkung, wo sie stattfindet. Also es gibt einen gewissen Bereich, dort können Gegner dann halt ihre Meinung ausdrücken, wenn sie das wollen, ja. Also aber eben so, dass die Spiele nicht gestört oder gefährdet werden. Das ist ja logisch. Ich kann ja auch nicht bei einem Fußballspiel auf den Platz gehen und eine Demo machen. Also das ist ja in Deutschland auch nicht erlaubt, oder? Ja, klar. Und wenn wichtige Staatsgäste kommen, dann ist, denke ich mal, so eine Sperrzone für Demonstrationen auch größer als sonst. Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch alles völlig normal, ja. Und meine Sache, alles muss halt, ich kann ja nicht die Spiele und die Veranstaltungen und die Sportler stören, die sich ja seit wie vielen Jahren darauf vorbereitet haben, ne, auf diesen Höhepunkt. Ja. Ich denke mir, das wäre, die Spiele sind doch auch eine Chance, dass einige Nationen, die vielleicht Frust aufeinander haben, sich jetzt mal sportlich messen können. Ja, das war ja immer schon so, nicht? Ich meine, ich kann mich erinnern, damals, wo Deutschland noch geteilt war, haben sich die West- und Ostdeutschen Sportler auch getroffen, nicht? Also ist ja nicht so. Es gab ja auch bei Fußball-Weltmeisterschaften, haben sie Spiele miteinander gemacht, oder? Also das ist doch alles völlig normal. Ich bin der Meinung, man sollte die Politik aus dieser ganzen Sache raushalten, denn darum geht es ja gar nicht. Es ist ja der Westen, der wieder das zum Politikum macht, ja. Aber es geht ja, das passt alles in diese antirussische Propaganda, die schon seit langer Zeit läuft, ne? Ja. Und ich versuche, dadurch, dass ich dort bin und meine Berichte mache und auch Filmaufnahmen mit Filmen mache, dass ich den Leuten zeige, wie es wirklich ist. Ne? Weil unsere Medien tun ja nur schlecht reden. Und ich versuche zu zeigen, wie es wirklich ist, indem ich vor Ort bin und halt mit Fotos und Filmen sage, was ich so für einen Eindruck habe, ja. Nicht? Also ich kann euch nur erzählen, also was ich dort gesehen habe, entspricht in allen Aspekten internationalen technischen Standard. Es ist alles vom Neuesten und Feinsten dort errichtet worden. Und ich freue mich, dass sie das geschafft haben. Dein Filmbeitrag ist bei Vimeo besser angekommen als bei YouTube. Sieht man dir auf alle Schall und Rauch. Ja, das liegt daran, dass YouTube meinen Film zensiert. Die blockieren den. In vielen Ländern können die Leute den nicht anschauen. Es gibt total viele Demonstrationen, wo es Videos gibt. Und bei Demonstrationen ist, wenn jemand eine Kundgebung macht, hat man meistens auch ein paar Takte Musik mit dabei. Das ist völlig normal. Das kommt mir vor wie ein Vorwand. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe das ja aufgezeigt. Nur weil ich dort stehe und die Tänzer filme und die Tänzer tanzen zur Musik, und diese Musik natürlich dann im Video zu hören ist, gehen die her und machen einen auf Urheberrecht und blockieren den ganzen Film. Ich meine, das ist ja sowas von absurd. Für mich ist das ganz klar, die benutzen das Urheberrecht, um Zensur ausüben zu können. Ja? Ich meine, das bedeutet ja, dass man in Zukunft zum Beispiel, wenn man irgendeine Veranstaltung filmt, das kann eine Hochzeit sein oder was weiß ich, und dort tanzen Leute zu Musik, der Film blockiert wird, weil die Musik angeblich unter Urheberrechtsschutz ist. Das ist doch lächerlich. Oder wenn man eine Demonstration machen will
und man möchte, und da hält man eine wichtige Rede, dann kommt nur jemand anderes an, stört die Demonstration mit lauter Musik und dann muss man die Aufnahme abschalten und da darf später weiterreden, wenn die Musik abgestellt ist. Ja, so ist es, ja. Ich meine, das ist doch sowas von einer Übertreibung, aber das ist für mich ganz klar Absicht, das ist extra, das ist eine Ausrede, ja. Ich meine, wenn die das so weitertreiben, dann können die sagen, dass die Produkte, die man in dem Film sieht, ob das Autos sind oder was weiß ich, die unterliegen einem Markenschutz und deswegen darfst du den nicht zeigen, oder wie? Dann kannst du ja gar keine Menschen mehr zeigen, weil die Leute, die Kleidung sind ja auch Produkte und laufen die ohne Kleidung rum, dann ist es wieder, muss man wieder die Leute schützen mit dem Bild. Kann man hier nur noch Tonaufnahmen machen ohne Musik. Ja, richtig. Nicht? Also ich kann keine Aufnahmen mehr in irgendeiner normalen öffentlichen Umgebung machen, weil jeder hat auf irgendetwas ein Recht, ja? Ja. Das erinnert mich an so ein cooles Konzept der Preise. So nach dem Motto, man soll nur noch bis zu einem gewissen Punkt denken. Mal macht man es mit geistigem Eigentum oder die EU versucht es mit ihrer angeblichen Datenschutzverordnung, wo dann man angeblich die Daten verletzt, wenn man über andere Leute berichtet mit elektronischen Hilfsmitteln, die nicht vorher gefragt hat, oder es der EU-Kommission nicht passt, dass man über die berichtet, dass man die gefragt hat. Mir kommt das auch wirklich wie ein Vorwand vor. Wenn ich mir angucke, ganz normales deutsches Zitatrecht, wenn man jetzt nicht kommerziell ist, da ist das auch schon wieder anders, wenn man jemanden zitiert und die eigene geistige Leistung steht im Vordergrund und man zitiert das, was es zum Verständnis braucht, was für Schlussfolgerungen man daraus macht, was jemand anders gesagt hat, dann kann man den zitieren. Und hier ist ein Film mit einem kleinen Stück Musik, was nicht ein Original-Musikvideo ist, sondern Leute, die das dargeboten haben, und dann soll da Copyright drauf sein. Wenn, dann müsste die Musikgruppe das sagen, aber doch nicht jemand anders. Das ist wirklich an Haaren herbeigezogen. Ja. Was ist denn in deiner Reportage über Sochi, was jemanden ärgern könnte? Ja, dass ich ihnen die Wahrheit zeige, dass ich zeige, was die Tolles dort auf die Beine gestellt haben. Nicht? Ich meine, dass wenn ich natürlich irgendwas Negatives gebracht hätte, nicht, würden sie sicher nicht blockieren. Aber wenn ich natürlich zeige, dass alles fertig ist, dass die Leute Freude haben, dass sie dort tanzen und was weiß ich was, das passt nicht ins Konzept. Ich könnte mir vorstellen, dass außer in bestimmten paar Orte in Europa, dass die Leute sonst aus der Welt sich auch freuen auf die Spiele. Lateinamerikaner, Afrikaner. Auch vielleicht aus Ländern, die sonst gar nicht so eng mit Russland vertraglich verbunden sind. Ja, ich meine, ich würde sagen, alle Sportler, die, wie ich vorher sagte, die jahrelang trainiert haben und auf diesen Höhepunkt jetzt hinabgearbeitet haben, werden sich sicher freuen, dass sie an den Wettkämpfen teilnehmen können. Ja, ich meine, das ist ja das ganze Ziel von Sportlern, sich auf solche Kräftemessen da vorzubereiten. Und dass die Politiker das dann umdrehen, das ist natürlich typisch, oder? Aber es geht ja, das Ganze hat mit Russland-Bashing zu tun, ja. Ich meine, ist doch logisch. Ja? Treten die Abchasen mit einem eigenen Team an oder haben sie kein eigenes Team? Leider, da Abchasien von den internationalen Sportorganisationen und den Olympischen Komitee nicht anerkannt wird, können überhaupt keine Sportler aus Abchasien teilnehmen. Das heißt, wahrscheinlich die Länder, die offiziell
bei der UNO anerkannt sind, vermute ich mal, dass die auch mit den Teams dort antreten können, bei der Olympiade. Naja, sicher. Ist halt, das Ganze ist halt auch ein Politikum, nicht? Also das geht dann bis in die ganzen Sportorganisationen rein, oder? Und da ja Abkhazien leider nirgendwo anerkannt wird, können auch keine Sportler teilnehmen, was ich natürlich eine Frechheit finde. Ne? Ist sogar Palästina, glaube ich, Palästinenser konnten ja bei den letzten Olympischen Spielen teilnehmen, obwohl sie nicht mal ein Land sind, ja. Palästina ist auch bei mindestens einer UNO-Sonderorganisation auch Mitglied. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die UNESCO ist es. Ja, seit neuestem, ja. Also, das ist halt alles so, das Ganze ist so schlimm, ja, und dagegen versuche ich ja auch was zu unternehmen, nicht? Also, dass dieses, auf der einen Seite steht in der UNO-Charta, dass eine Bevölkerung, die in freien Wahlen sich entscheidet, einen eigenen Staat zu gründen, das Recht dazu haben. Aber wenn es in diesem Falle wie in Abkhazien gemacht wird, dann wird es nicht anerkannt. Ja? Ich meine, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Ne? Ja. Und all das. Ich meine, da haben wir also in der Realität ein eigenes Land mit einem eigenen politischen System und demokratischen Wahlen und einer Regierung, Parlament und alles, aber die ganzen Länder tun so, als wie wenn es nicht existieren würde. Ja. Ich würde gerne nochmal Sicherheit bei den Spielen ansprechen. Ich habe gemerkt, dass wo die Bombenanschläge in Wolgograd waren, obwohl Wolgograd ja 800 Kilometer weit weg ist von Sochi. Ich meine, das ist ungefähr die Distanz zwischen München und Hamburg, ja, oder was? Dass die dann am nächsten Tag ist natürlich die Polizeipräsenz ziemlich hochgefahren worden und man hat dann überall auf den Straßen hat man Polizisten gesehen, die rumgelaufen sind. Und auch auf dem Weg von Sochi hoch in die Berge waren alle paar Kilometer Polizeipräsenz und die haben dann teilweise Autos gestoppt und halt die Kontrollen durchgeführt. Es ist ja klar, sie versuchen alles, damit da nichts passiert. Und das ist ja auch berechtigt, ja, dass da von außen niemand kommen kann und irgendeinen Bombenanschlag macht. Ich meine, das wäre ja wirklich das ganz schlimm, wenn sowas passieren würde. Letztes Jahr im August hat ja die EU Times berichtet, wie sich der saudische Geheimdienstminister aus dem Fenster gelehnt hat, dass die Kontrolle hätten über tschetschenische Leute, die in Syrien kämpfen und dass die Saudis dafür sorgen könnten, dass da nichts passieren würde. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass das eher zur Sicherheit beiträgt. Denn die Saudis haben jetzt ein, denke ich, lebhaftes Interesse dran, dass bloß alles gut geht. Naja, man kann es so sehen, ja. Andererseits können sie auch irrational handeln und irgendwas dort veranstalten, ja. Aber eins weiß ich. Oder sagen wir mal, eins vermute ich sehr stark, dass wenn die Olympischen Spiele vorbei sind und auch die Nachfolgenspiele mit den Behinderten, ne? Weil nach den Olympischen Spielen finden ja die Paralympischen Spiele statt, die sind dann im März. Also wenn diese ganze Sache durch ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der Putin irgendwas unternimmt, weil das wird er sich nicht gefallen lassen. Der wird den Leuten, die versuchen,
ihm die Spiele zu sabotieren, wird er eine Lektion erteilen. Hm. Also ich würde es machen. Ja, ich denke, diplomatisch gibt es ein Riesenspektrum, was man machen kann. Da gibt es diplomatisch, wirtschaftlich oder auch militärisch kann man da was machen. Weil das ist wirklich eine Frechheit, dem Land die Spiele da vermiesen zu wollen, egal auf welche Art. Ja, also es ist einfach nicht zu fassen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob diese Warnungen echt sind oder ob da jemand einfach nur versucht, die Stimmung vor den Spielen zu verderben. Und bei Sports Illustrated von CNN, da das ist ein Artikel, der wird überlegt, ob das Ganze möglicherweise alles nur ein übler Scherz gewesen ist. Also, dass diese kürzlichen Warnungen... So, hört ihr mich? Ja. Ja. Naja, es bricht immer wieder zwischendurch zusammen. Ja, wie gesagt, es sind sehr viele Sicherheitskräfte dort zusammengezogen worden, einfach um zu gewährleisten, dass da nichts passiert, ja. Wenn man die Spiele besuchen möchte, wo kann man sich denn da informieren? Hallo? Ja. Ja, es geht da und kommt und geht, die Verbindung. Was ich sagen wollte, es wird ja auch vom Westen behauptet, dass da wenig Leute hingehen, aber ich habe ja versucht, Übernachtungsmöglichkeit zu finden und ich habe dann feststellen müssen, dass alle Hotels und auch die privaten Unterkünfte alle ausgebucht sind. Also das widerspricht dem. Hm. Also ich habe kein Zimmer gefunden. Und wenn es welche gibt, dann nur noch zu horrenden Preisen, ja. Ich habe auch den Eindruck, dass die Russen insgesamt doch recht gut vernetzt sind. Wie meinst du vernetzt? Also ich meine, dass sie politisch alles andere als isoliert sind, sondern dass sie mit vielen Ländern gut können. Ah ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch diese Arroganz des Westens, dass sie meinen, dass diese 19 Länder oder wie viele es sind, dauernd für die Weltgemeinschaft sprechen, oder? Und meinen, wenn sie was sagen, dann ist das die Weltmeinung. Das ist ja überhaupt nicht so, ja. Hm. Ich meine, das haben wir ja gesehen, wo letztes Jahr Teheran, Teheran, der Austragungsort von diesem Non-Alliance-Move. Ja, blockfreien. Hallo? Darf man im Moment nicht sagen? Kleinen Moment, die Verbindung ist unterbrochen. Ja. Hallo? Ja. Ich weiß auch nicht, da bricht die Leitung zusammen. Also ich habe jetzt nicht das eine Signalwort ausmachen können, wobei die Leitung... Ja, also ich habe gesagt, es wird so getan von dieser sogenannten Weltgemeinschaft, als wie wenn der Iran isoliert wäre oder Russland isoliert wäre, aber das stimmt ja gar nicht. Ja? Ja. Ich habe einen interessanten Bericht gelesen, eine interessante Studie, von einem westlichen Think Tank, dem European Council on Foreign Relations. Und der ist nun wirklich nicht im Verdacht, sich besonders an die BRICS-Staaten oder an den Iran anzulehnen, sondern eher so in Richtung europäisches Großmachtdenken. Und der hat jetzt, Stand 2008, hat er gesehen, dass ganz viele
Debatten, zum Beispiel zu Menschenrechten bei der UNO, dass da nicht unbedingt der Westen immer gut wegkommt, je nach Thema, dass dann teilweise die islamischen Länder oder auch Russland und China dann mehr Stimmen bekommen als europäische Länder und auch noch mehr Stimmen als die USA. Also es war jetzt aber eine Momentausnahme 2008 und die Jahre unmittelbar davor. Ja, genau. Ich meine, wir dürfen einfach nicht immer glauben, das, was uns die Medien präsentieren oder das Bild, das sie uns da darstellen. Das ist ja auch der Grund, warum ich viel auf Reisen gehe, weil ich mich halt vor Ort informieren will und mit eigenen Augen sehen will, wie es wirklich ist. Ja, und das ist nicht so, wie es uns präsentiert wird. Mhm. Nicht? Und die Menschen, die halt leider nie aus ihrem Haus rausgehen und nur immer die Glotze gucken, die haben natürlich ein völlig falsches Bild. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde mir die ganzen Wintersport, also die hauptsächlich die alpinen Skirennen angucken, weil mich das interessiert, plus noch ein Eishockeyspiel, das werde ich mir anschauen, ja. Und dann werde ich ja kann ich ja auch berichten, was ich dann alles sehe und was ich erlebe. Okay. Ja, wir sind gespannt. Bei alles Schall und Rauch, denke ich, dann wird es dann auf Vimeo zu sehen sein. Ja, ich werd wohl Vimeo benutzen müssen, weil nachdem ich jetzt mit YouTube so eine schlechte Erfahrung gemacht habe, werde ich diesen Kanal nicht mehr benutzen können, ja, weil es geht ja nicht, dass die mich einfach blockieren und meine Leser in verschiedenen Ländern, wie ja in Deutschland, meine Berichte nicht anschauen können. Ich meine, das ist unerhört. Ja. Ja. Ja, aber das ist der Trend, der halt immer mehr geht. Das ist ganz klar. Ich meine, die wollen, dass mit dem Internet ist ihnen dieses Meinungsmonopol entglitten. Und das versuchen sie jetzt Schritt für Schritt wieder zurückzugewinnen, dieses Monopol über die Meinung. Nicht? Und das machen sie halt mit diesen ganzen Tricks, Urheberrecht und was weiß ich was. Versuchen Sie wieder alles zurückzukriegen wie vorher, ne, wo Sie alleine die Meinung der Leute bilden konnten. Mhm. Zum Glück ist ja zum Glück heute nicht mehr so wie das früher mal gewesen ist. Nee, ich meine, die müssen einfach kapieren, dass mit dem Internet ist ihre Macht vorbei. Und egal, was sie tun, wir werden immer einen Weg finden, um sie zu umgehen. Ja, den werden wir immer finden, egal was es ist. Ja. Selbst die Thinktanks, die Medien als Marionetten benutzen, die da ihre Leute in Schaltstellen haben, selbst die fliegen ja teilweise wirklich schon tagesaktuell auf mit ihrer Manipulation. Was von welchem Thinktank wo eingeschleust wurde an falsche Informationen oder an Informationen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt was bewirken soll. Ja, genau. Ich meine, wir haben sie ja voll unter der Lupe und können viel schneller und sofort Sachen richtigstellen, nicht? Ich meine, ihr könnt euch sicher noch an Stuttgart 21 erinnern, wo damals dieser schwarze Donnerstag war, wo die Polizei da massiv gegen Schulkinder losgegangen ist und mit Tränengas und mit Wasserwerfern. Jetzt, wenn es nicht das Internet gäbe und wenn es nicht die Möglichkeit gegeben hätte, diese Videos zu zeigen, die Leute gemacht haben, ja, wo natürlich ein ganz anderes Bild dargestellt wurde, dann hätte wie früher nur diese einseitige Meinung der Mainstream-Medien gegolten, ja. Aber so kamen diese ganzen Videos raus von den Leuten, die dort waren, und auf einmal mussten die dann reagieren, dann sind sie zurückbuchstabiert, ja.
Ja. Und das ärgert sie natürlich vollkommen, dass sie nicht mehr ihre Version da bringen können, sondern sie werden dauernd in Frage gestellt, ja, und korrigiert. Nicht? Das stinkt ihnen gewaltig. Mhm. Das Gleiche war jetzt in Hamburg und so, nicht? Oder wo immer irgendwas stattfindet. Sie können nicht mehr uns ein Märchen erzählen, ja. Bei Bilderberg genauso. Die konnten ja 50 Jahre lang völlig inkognito da ihre Tagungen machen und niemand wusste, dass es das überhaupt gibt, ja. Und erst durch unsere Berichterstattung über das Internet haben wir überhaupt mal sagen können, es gibt die Bilderberger, sie treffen sich dort und dann konnten wir sogar mit Fotos zeigen, wer da alles teilnimmt, ja. Das war ja vorher gar nicht möglich. Es hat ja niemand darüber berichtet. Und inzwischen ist schon einiges aufgefallen von Leuten, die bei Bilderberg waren. Und dann tauchen sie vorher dann wieder in der Tagespolitik auf. Und man findet deutlichste Parallelen genau zu den Tagesordnungspunkten von den Konferenzen, wo sie da waren. Ja, genau. Nicht? Also zum Beispiel Per Steinbrück hat Themen aufgegriffen in einem Spiegel-Interview, nachdem er 2011 bei Bilderberg gewesen ist. Mhm. Oder George Osborne, der seine Exzellenz, der britische Finanzminister, 2011 und 2013 war, glaube ich, auch bei Bilderberg. Und jetzt denkt er laut nach über einen neuen Vertrag für die EU. Genau. Ich also... Nee, sie haben es nicht mehr so einfach und wir reagieren auch schnell, ja. Aber trotzdem auf der anderen Seite, speziell was die NSA-Spionageskandal betrifft, bin ich ziemlich enttäuscht an Mangel an Reaktion der Leute, ja. Ich meine, das trifft doch jeden. Und trotzdem gibt es diese völlige Apathie, nicht? Also ich verstehe das nicht. Man muss doch was tun dagegen. Und es geht ja nicht, dass das ein offenes Buch für sie ist und sie alles über uns wissen. Das geht überhaupt nicht. Das stimmt allerdings. Nur, naja, wie soll ich sagen, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ja, das ist ja auch ihre Taktik, ne? Also, dass sie immer so in Salami scheibchenweise uns an immer mehr Kontrolle, Überwachung und so gewöhnen, nicht? Ja. Und dass das dann am Ende völlig normal ist. Aber das ist diese Frosch im Siedewasser-Taktik, ne? Mhm. Ich meine, sie geben sie auch zu, dass sie so operieren, nicht? Wer hat das gesagt? Ich glaube, der luxemburgische Premierminister hat ja gesagt, wir machen etwas und gucken, wie die Leute reagieren. Und wenn sie nicht reagieren, machen wir den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt. Ne? Damit kannst du aber auch Politik machen. Du kannst etwas, was sich super wichtig anhört, kannst du sagen, sie hören mit und sie greifen es auf, werden dich nicht zitieren, aber der Gedanke wird sie nicht mehr loslassen. Ja, genau. Richtig, ja. Man kann das Spiel auch umdrehen. Ja. Nicht? Und es ist so, Freiheit und Demokratie kriegen wir nicht geschenkt, sondern wir müssen jeden Tag dafür kämpfen und wir müssen jeden Tag all diese Einschränkungen und Versuche, uns zu manipulieren, die müssen wir abwehren, ja. Man kann sich nicht zurücklehnen, nicht? Also, im Gegenteil. Es wird immer härter, es wird immer schwerer. Das ist wahr, wir geben seit Jahren Vollgas. Ja. Und leider wird vieles nicht honoriert, was wir alle tun gemeinsam, sondern im Gegenteil, wir werden auch noch beschimpft. Ne? Naja, wenn wir bedenken, Ende letztes Jahr, Ende August, der Einsatz für den Frieden hat doch Erfolg gebracht. Es hat doch. Und
Es ist doch eine Menge Zeit für den Frieden gewonnen worden. Da haben wir doch auch was zu beigetragen. Natürlich, ja. Natürlich, ja. Das ist auch etwas, was wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir ja schon in kleinen Schritten was bewirken. Erstens mal, indem wir schon ein paar Millionen Menschen aufgeweckt haben und gezeigt haben, was wirklich abgeht. Und was wir jetzt halt noch erreichen müssen, ist, dass die Leute, die dieses Wissen von uns bekommen haben, auch irgendwas tun, ja. Da mangelt's noch. Wir haben nicht einen Mangel an Information, wir haben einen Mangel an Aktion aus den Informationen. Nicht? Also das fängt schon an damit, dass die Leute dort, wo sie es eigentlich könnten, nämlich in ihrem eigenen Leben, nichts ändern, nicht? Sondern dabei könnten sie es ja, wenn sie wollten. Alleine durch ihr Verhalten, wie sie, was sie kaufen, wo sie kaufen, wo sie arbeiten, wo sie wohnen. Ich meine, das sind ja alles Sachen, die man entscheiden kann, nicht? Ich denke, manchmal ist auch der Erfolg ein großes Lob. Man muss sich nur dran erinnern. Ja, zum Beispiel mein letzter Bericht über den Iran, oder wo ich jetzt sensationelle Fotos gezeigt habe aus dem Inneren der amerikanischen Botschaft, wo man die geheimen Räume gesehen hat. Man hat also aus Glas gebauten Besprechungsraum gesehen. Man hat die Fälscherwerkstatt gesehen, wo sie die ganzen Dokumente gefälscht haben. Man hat die technischen Geräte gesehen für die Kommunikation und alles. Das sind ja Sachen, die, glaube ich, noch nie irgendwo veröffentlicht worden sind. Nicht? Also ich habe das ja alles gezeigt und ich bin jetzt wirklich zugeschüttet worden mit Mails von Leuten, die an einer Iran-Reise interessiert sind. Und das finde ich natürlich toll, dass die Leute sich jetzt mit persönlich in den Iran begeben wollen und dort anschauen wollen, was wirklich dort ist. Ja, finde ich toll. Ich glaube, da ist, ja, bei den Schiiten ist da wirklich richtig das Herz aufgegangen. Die Schiiten haben Iran hat einen ganz, ganz positiven, deeskalierenden Einfluss in der Welt bekommen. Da hat sich letztes Jahr ganz gewaltig was getan. Absolut. Also, ich meine, es ist eine, also für mich ist das fast ein Wunder. Und ich glaube, es war sogar in einem Gespräch, das wir hatten am Tag, bevor eigentlich der Krieg starten sollte, habe ich gesagt, in der Sendung mit dir habe ich gesagt, also ich sehe kaum mehr eine Möglichkeit, wie wir diesen Angriff aufhalten können. Und dann habe ich alle Zuhörer aufgefordert, praktisch als letzte Möglichkeit, sie sollten beten. Ja? Das haben wir auch gemacht, alleine. Und ich bin der Meinung, dass das, weil das ist so ein Wunder, was da abgegangen ist, dass das wirklich tatsächlich durch das was bewirkt hat. Weil wie soll ich es denn sonst erklären, dass auf einmal, also wie völlig überraschend, das Ganze sich um 180 Grad gedreht hat, ja. Ich wüsste noch etwas, was dazu beigetragen hat. Ja. Aber ein Wunder ist es trotzdem, denn es war nicht möglich ohne Gewissensentscheidungen von Personen in den USA. Wir denken, dass die Interviewfragen, die wir im Council on Foreign Relations stellen wollten, bevor dort ein Interviewpartner gefunden wurde, dass sie vermutlich auch an den US-Präsidenten gelangt sind und dass diese Fragen ihn nun dann beschäftigt haben und dass das zum Zeitgewinn entscheidend beigetragen hat. Ja, ich meine, sicher, ich sage ja, es gibt viele Sachen,
Jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, in dieser sogenannten alternativen Medienszene, um den Krieg zu verhindern. Und ihr über diese rechtliche Schiene und andere Arbeiten, die ihr gemacht habt, und ich hatte über die Aufklärung und so. Der Punkt ist, die US-Präsident, seine Exzellenz Herr Obama, hat scheinbar zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass die Russen und die Chinesen gewarnt haben. Man scheint ihn darüber nicht informiert zu haben. Und das kam in unseren Interviewfragen vor. Und dann hat jemand sich scheinbar ein Herz gefasst und den Präsidenten informiert. Aha, ja. Das Interessante ist, der Angriff war von Obama schon abgeblasen. Zu einem Zeitpunkt, wo der Chef innerhalb des Council on Foreign Relations noch geschrieben hat, die Briten wären isoliert, wenn sie nicht angreifen wollen. Ja, das genau. Heißt, Dr. Richard Nathan Haas ist später ist nicht auf dem neuesten Stand gewesen. Und das und ein, zwei weitere Indizien sprechen dafür, auch der Gesichtsausdruck damals des Präsidenten sprechen dafür, dass er ihm etwas zur Kenntnis gegeben worden ist, was es nachher die Lage nochmal neu eingeschätzt hat. Wären andere positive Dinge nicht passiert, wie ein britischer BBC-Reporter, der gefragt hat, dann den amerikanischen Außenminister, ob denn die gar nichts tun können, die Syrer, um den Angriff abzuwenden. Und dann das mit den Chemiewaffen ins Spiel kam. Es sind eine Kette positiver Ereignisse. Ja. Aber ich frage mich, wenn die Menschen nicht gebetet hätten, hätte dann jemand Mutiges in den USA sich wirklich ein Herz gefasst, den Präsidenten erst zu informieren, auch wenn man Dr. Richard Nathan Haas nicht sofort erreicht hat? Ohne gute Gebete wäre das vielleicht nicht passiert. Ja, ich meine, alles hilft und das ist wirklich eine tolle Sache, weil sonst hätten wir schon längst dort einen Bombenkrieg gehabt, oder? Und jetzt hocken sie heute in Montreux und haben halten eine Friedenskonferenz. Also muss ich schon. Ich habe so den Eindruck. Hallo? Hallo? Sollten wir auch noch über die Firma BritM sprechen oder können wir jetzt weiter diskutieren? Jetzt bin ich wieder da. Ja. Ich glaube, bei unserer heutigen Internetverbindung hören die Briten mit. Was soll's? Ja, wundern würde mich nicht, wenn sie unsere Leitungen sabotieren. Ja. Die kennen uns noch nicht so. Ja, ja. Auch diese Geschichte mit den Mails, die 16 Millionen Mailadressen, die angeblich da gehackt worden sind, und jetzt soll man da auf eine Webseite der Regierung gehen und seine Mailadresse und Passwort eingeben, um zu prüfen, ob das eigene Mail-Account gehackt wurde. Also für mich klingt das nach einem Honeypot. Ich meine, ich werde ja nicht so blöd sein und der Regierung meine E-Mail-Adresse und Passwort geben. Ja. Verstehst du, was ich sagen will, ja? Also das ist ja echt der Hammer. Ja. Das klingt ja nach einem riesen Phishing-Versuch. Möglich. Also wundern würde es mich nicht. Weil ich habe noch keinen Beweis gesehen, dass diese 16 Millionen Accounts gehackt wurden. Hast du was davon gesehen? Also jetzt echt? Das ist ja nur eine Behauptung. Keine Ahnung. Ich schreibe in E-Mails eigentlich nur das rein, was man auch zur Not auch öffentlich auf ein Plakat schreiben könnte. Ja, genau. Wenn ich irgendwas Vertrauliches habe, dann mache ich es eh über die Enigma-Box.
Ich denke, das ist besser, ja, die ist verschlüsselt, ja. Ja. Nicht? Genauso mit den Telefongesprächen, also die kann man ja auch vertraulich führen. Mhm. Nicht? Und ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass Skype von der NSA mit angezapft wird. Also das ist, ja. wie wenn du eine Postkarte schickst. Ist mir nur, bewusst, die sollen ruhig hören, was wir sagen. Also wir haben ja nichts zu verstecken, oder? Ich meine, ja. Die sollen ruhig wissen, wie wir denken. Ja. Ja, und ich denke mal, dass die NSA gar nicht die schlimmsten sind. Die Kräfte, die dem US-Präsidenten letztes Jahr einen Krieg unterjubeln wollten, sind ja wohl um einiges heftiger. Ja, natürlich. Da sind wieder die Neocons voll hochgekommen, oder? Könnte sein, ich. Ja, ja. Sind ja wieder die gleichen, oder? Wie im Irakkrieg. Aber wir sehen ja, was im Irak jetzt los ist. Ich meine, also wenn das als Erfolg verbucht wird, dann, ich meine, das ist ja nicht zu fassen. Aber vor Saddam Hussein hat es ja überhaupt keine Terroristen im Irak gegeben und jetzt wimmelt es dort davon. Mhm. Ja, das soll 10-jähriger Krieg bewirkt haben. Also unglaublich, ja. Dass der Bush und der Blair sich überhaupt noch trauen, irgendwo ihr Gesicht zu zeigen, nach dem, was da ist, ja. Was müssen denn die Soldaten denken, die ihr Leben geopfert haben oder die Familien, die Soldaten verloren haben, für was die überhaupt im Krieg waren, wenn man jetzt sieht, was im Irak ist? Das Makabere ist, ich habe einen Text gelesen vom UNO-Generalsekretär zum Thema, wie nennt man das? Responsibility to protect, Schutzverantwortung. Mhm. Wenn es darum geht, um Dinge wie Kriegsverbrechen oder Völkermord zu verhindern und dass dann ein maßvolles Mittel sein könnte, bei so etwas, zum Beispiel Sportveranstaltungen zu boykottieren, zum Beispiel Diplomaten zu boykottieren. Und da schaut man sich das an, was 2003 im Irak passiert ist, ohne jede Rechtsgrundlage. Wurde da der Irak überfallen und da wüsste ich nicht, dass da irgendwie Sportveranstaltungen in den USA boykottiert worden wären. Da hätte das eine Sanktion sein können. Ja, natürlich. Aber ich sage ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Aber ich meine, wir werden, ich glaube oder ich hoffe auch, dass diese Olympischen Spiele toll über die Bühne gehen werden und dass am Schluss speziell die Sportler sagen werden, wie toll es war, wie toll organisiert und dass es ihnen Freude gemacht hat. Also das hoffe ich, dass am Schluss das rauskommt, ja. Ja. Vielleicht, ich erhoffe mir auch irgendwo tolle Bilder, ja, dass Sportler von Ländern, deren Politiker vielleicht Kommunikationsprobleme haben, dass die Sportler zeigen, dass sie ja ganz normal miteinander kommunizieren und da mit gutem Beispiel vorangehen. Genau, ich meine, es war ja auch schon in der Vergangenheit der Fall, nicht? Also das ist übrigens etwas, was ich auch versuche mit Abkhazien zu machen, dass wir über die Sportschiene gehen und da eine gewisse Öffnung erreichen, nicht? Und an den Politikern vorbei, ja, über die Sportschiene das machen, ja. Und dadurch einen Fortschritt in der ganzen Anerkennung und in der Zusammenarbeit hinkriegen, nicht? Das eine ist die Sportschiene, das andere wäre die wirtschaftliche Seite. Nicht? Also die zwei Sachen, dass wir über diesen Weg gehen. Das ist übrigens, was jetzt mit dem Iran passiert, diese Kehrtwende des Westens gegenüber dem Iran
kommt ja hauptsächlich aus wirtschaftlichem Druck her. Nicht? Also die Großkonzerne haben gesagt, wir müssen jetzt aufhören mit dem Scheiß da, ja. Mhm. Also wie ich informiert bin, stehen die ganzen Manager aus Italien, England, Amerika, was weiß ich wo, die stehen alle Gewehr bei Fuß und warten nur darauf, dass da eine Entspannung kommt, damit sie in den Iran gehen können, um dort Geschäfte zu machen. Ja. Ja, das hört sich ja gut an. Das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit der Entspannung. Ja, ich meine, seit Montag sind ja die Sanktionen gelockert worden. Und auch was den Zahlungsverkehr betrifft, gibt es jetzt eine Lockerung. Also auch da haben wir jetzt eine positive Entwicklung und ich hoffe, dass das weitergeht, ja. Da habe ich eine Frage. Du hast ja berichtet, der Iran hat genug Geld für medizinische Artikel, aber wegen der SWIFT-Sanktionen der EU konnte er verschiedene Dinge, zum Beispiel Rollstühle, zum Beispiel medizinisches Material, nicht in der benötigten Menge einführen. Ist von dieser Lockerung, sind da auch medizinische Artikel umfasst? Ja, es war ja so, sie konnten sie nicht bezahlen und wenn sie sie nicht bezahlen, das heißt, der Weg des Geldes zu dem Lieferanten, damit er die Rechnung bezahlt kriegt, die war ja nicht gegeben, nicht? Also weil das Zahlungssystem blockiert ist. Und wie ist das jetzt? Und jetzt soll das angeblich seit Montag teilweise aufgehoben worden sein. Die Frage ist, ob das wirklich in der Praxis auch so ist, ja. Das müssen wir jetzt noch feststellen. Aber offiziell sollen diese Restriktionen erheblich aufgelockert worden sein, dass also einmal die Zahlungen stattfinden können und dann, wenn die Produkte bezahlt werden, auch in den Iran kommen, ja. Das stand bei der Taz stand auch, dass eben auch für Patienten für den medizinischen Bereich es Lockerungen geben soll. Bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, einen neueren Artikel, habe ich das nicht gelesen, aber vielleicht haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten darauf auch nicht so geschaut, dass sie sich mehr dafür interessiert haben, welche Güter dass die Iran jetzt wieder dann mehr Ölexport machen kann und welche, dass er an seine Goldreserven kann und so weiter. Ja, ich meine, an erster Stelle wäre natürlich die medizinischen Produkte einführen zu können, die Patienten da dringend notwendig haben. Ich meine, wie ich ja schon anderweitig berichtet habe, hat ja der Boykott den Iran dazu gezwungen, so selbstversorgerisch wie möglich zu werden. Nicht? Also an sich haben ja diese Sanktionen den Iran gestärkt, die iranische Volkswirtschaft, weil sie ja gezwungen wurden, alles selber zu machen. Und da der Iran sehr groß ist, ich meine, das ist ja ein Land mit fast 80 Millionen Einwohnern, haben sie die Größe und das Know-how und die Ressourcen, um alles selber zu machen im Vergleich zu einem kleinen Land, ja, das dann das nicht könnte. Also eigentlich haben ja die Sanktionen die westlichen Firmen geschadet und nicht unbedingt den Iran. Ich meine, in die Sachen, die sie natürlich nicht herstellen konnten, da ist es schon ein Problem. Aber zu 90% sind sie Selbstversorger geworden, ja. Und das ist natürlich etwas, was wir auch sehen müssen, dass ja eigentlich Sanktionen den am meisten treffen, der sie ausspricht. Ja. Ja. Zumindest, wenn er Dinge haben möchte, wenn er Dinge kaufen möchte, wie Rohöl zum Beispiel, aus dem Land, das er sanktioniert. Oder ja, nicht nur das. Ich meine, wir hören doch immer von den westlichen Staatsführern, oder? Dass wir Wachstum brauchen. Ne? So, wie kriege ich denn Wachstum hin? Den kriege ich sicher nicht in unseren gesättigten Märkten, die ja eher zurückgehen, als dass sie steigen. Ich kriege ja einen Wachstum nur hin, indem ich neue Märkte aufmache und erobere. Ja?
Und einer dieser großen Märkte ist natürlich der Iran, nicht? Und deswegen komme ich zurück auf die Sache, die Wirtschaft hat die Politik gezwungen, die Sanktionen zu beenden, damit sie in den iranischen Markt reinkommen und dadurch Wachstum haben. Mhm. Nicht? Das ist auch der Grund, warum sie die Ukraine wollen, ne? Der Westen ist doch nicht an Demokratie in der Ukraine interessiert. Das ist doch ein Witz. Die wollen den Markt dort haben. Nicht? Sie wollen die Konsumenten haben. Sie wollen ihnen Autos und Kühlschränke und iPads und ich weiß nicht, was alles verkaufen. Ja? Darum geht's doch. Ja? Mhm. Nicht? Das ist ja der Grund, warum die EU immer mehr Länder reinziehen will. Das ist, geht wegen der Wirtschaft, um die Markterweiterung, um Wachstum zu erzielen. Ich meine, in den traditionellen EU-Ländern wächst doch nichts mehr. Im Gegenteil, ich meine, wenn man sich anguckt, Griechenland, Italien, Spanien, überall, Frankreich, gehen doch die Zahlen eher zurück. Hm. Okay. Das nächste Problem wird übrigens die Türkei werden. Also ich bin der Meinung, die Türkei könnte das nächste Griechenland werden. Ich habe mir gerade die neuesten Schuldenzahlen angeguckt. Die haben ja über 300 Milliarden Schulden. Ich meine, jetzt verstehe ich auch, warum die Türkei überhaupt diesen Wirtschaftsboom hatte. Wieso überhaupt dort so viel gebaut wurde. Das ist alles auf Pump. Alles auf Pump. Die hocken auf riesen Schulden. Und sie haben ein Problem doch, dass sie auch beim IWF eine ganze Menge Schulden haben. Ja, meine ich ja. Das heißt, da sind die Auflagen entsprechend hart. Das kann ja, genau. Das kann in das Sozialsystem kaputt machen, doch. Ja, so ist es. Deswegen meine ich ja, die Türkei könnte das nächste Griechenland werden. Und mir ist ganz klar, was da abgelaufen ist. Ich meine, da haben wir wieder den klassischen Fall, der Erdogan, der war natürlich ihre Marionette, oder? Und dann durfte er machen, was er wollte. Es ist ja nicht so, dass der Erdogan plötzlich seit letztem Jahr da ein Antidemokrat und Diktator geworden ist, sondern das war er ja immer schon. Nur da er unser Diktator war, haben wir natürlich diese ganzen Sachen, die er gemacht hat, die wurden ja nicht dargestellt, ja. Nur er hat einen Fehler gemacht. So wie halt alle, die überheblich werden und meinen, sie können jetzt sich von der Mutter lossagen. Er hat dann angefangen, mit darüber nachzudenken, ob er dem Shanghai-Ding beitritt und mit Russland und China und Iran und all das. Und das sind natürlich Sachen, die darf man nicht. Und auf einmal ist er der Böse. Ja, das heißt, nicht er hat sich gewandelt, sondern die Einstellung des Westens ihm gegenüber hat sich gewandelt. Verstehst du? Mhm. Das ist das Gleiche, wie das Saddam Hussein erlebt hat. Ich meine, der war ja auch unser Diktator, bis er dann ein Böser wurde. Das ist mit dem Gaddafi so, mit dem Assad genauso und mit denen in Ägypten auch. Ich meine, die wandeln sich alle plötzlich. Dabei haben sie sich nie gewandelt. Es ist nur unsere Einstellung, die sich gewandelt hat und dass wir sie jahrzehntelang als die Guten hingestellt haben und an der Macht gehalten haben. Und auf einmal, wenn sie dann irgendwie nicht mehr so spuren, wie wir das wollen, dann werden sie über Nacht als die Bösen hingestellt, die gestürzt werden müssen. Mhm. Nicht? So läuft das. Und ich glaube, das wird auch mit Saudi-Arabien passieren. In Saudi-Arabien? Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch in diesem Jahr plötzlich die Propaganda hören, ja, aber das ist ja nicht zu glauben. Wir haben jetzt erst entdeckt, was für ein despotisches Regime dieses saudische Regime ist. Die lassen ja sogar ihre Frauen nicht Auto fahren. Die Taz hat jetzt, war das heute? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das heute war oder vor ein, zwei Tagen der Bericht, wo die Taz über die Genfer Verhandlungen berichtet hat, die kommenden, und
dass damals war, glaube ich, noch, das muss schon, glaube ich, schon ein, zwei Tage her sein, der Stand, dass die Iraner wahrscheinlich dabei sein würden. Und in dem Artikel stand dann etwas drin zu Saudi-Arabien und dass man das wisse, dass Saudi-Arabien eben solche radikalen Gruppen wie Al-Qaida unterstütze. Da stand dann einfach, dass man das wisse. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass da früher mal ein längerer Artikel gewesen ist in der Zeitung. Aber es ist trotzdem ein mutiger Schritt von der Taz, wirklich anerkennenswert. Aber es wäre mal interessant, woher weiß man das plötzlich? Das finde ich halt klasse, dass wie auf Knopfdruck, dass jetzt plötzlich die Mehrheit weiß. Ja. Und hast du das mitgekriegt, dass in den amerikanischen Medien jetzt plötzlich die Geheimdokumente veröffentlicht werden, wo daraus hervorgeht, dass die Saudis hinter die Terroristen von 9/11 finanziert haben? Ich sage euch eins, da wird mit denen noch was passieren. Die werden noch demnächst plötzlich die Bösen werden. Das ja? könnte passieren. Interessant ist, es gibt ja noch verschiedene weitere Theorien, wie es bei 9/11 gewesen ist, was es. Und es gibt ja nicht nur das mit den den Saudis und Al-Qaida. Es gibt ja noch andere Theorien. Es gibt ja etwas, ich denke, das ist ziemlich unumstritten, dass da ja auch noch jemand mit Sprengen nachgeholfen hat. Und die Frage ist, wer war denn das dann? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie jetzt schon den Prinz Bandar in Verbindung als Finanzier der Terroristen hingestellt. Das ging schon voll durch die amerikanischen Medien, ja. Und für mich ist das ganz klar ein Zeichen, die werden die Saudis fallen lassen und sie werden sie als Bösewichte hinstellen. So wie sie es halt mit allen machen, so wie sie es mit allen Freunden gemacht haben, ja, dass die sich plötzlich sind sie die Bösen. Ja, und dann heißt es, oh, jetzt müssen wir einen Regime-Change machen, ja. Es kann sein, dass diese Vereinbarung Öl gegen Dollar, diese Petrodollar-Geschichte, die der Kissinger damals in den 70er Jahren mit den Saudis eingefädelt hat, dass das jetzt nicht mehr gilt, dass die das gar nicht mehr brauchen. Das kann durchaus sein. Und dann lassen sie sie fallen. Und dann sind sie die Bösen. Dann müssen wir dort eingreifen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass alleine durch Nachrichten sich schon eine Menge wandelt. Dass das durchaus ganz friedlich eingedämmt werden kann. Kann ich mir vorstellen. Ja. Es sind, ich würde nicht drauf beschwören, aber ob ich das bei RIA Novosti gelesen habe oder bei PressTV, es sind ja andere arabische Staaten, Golfstaaten, die zunehmend mit den Russen reden und es scheint dann eine ganze Menge Gesprächsbedarf auch bei den anderen Golfstaaten zu sein, wie komisch die sich die Saudis verhalten und so weiter und was sich da alles gewandelt hat. Naja. Zum Beispiel, wir wissen ja, dass die Chinesen wie verrückt Gold kaufen und ihre Dollars loswerden. Aber die neueste Nachricht ist, dass die Saudis das auch machen. Die tun jetzt auch massiv Gold kaufen und schrecken vor dem Dollar zurück. Ja. Das ist ja interessant. Das hat Hussein gemacht, bevor die Amis damals einmarschiert sind, ja, dass er genau. Das Öl in Euro verkaufen wollte, ja. Damit angefangen hat, allerdings nachdem der Irakkrieg da gewesen ist, 2003, haben es auch andere Staaten gemacht, wenn auch nicht so radikal wie Hussein das wollte, dass sie einen Teil in Euro verkauft haben, zum Beispiel die Golfstaaten, und die hat man gewähren lassen. Ja, ja, genau. Aber wenn jetzt die noch stärker aus dem Dollar rausgehen, das ist natürlich dann wieder eine andere Situation. Ja, ja. Es ist alles im Fluss im Moment, alles ist im Fluss. Das, was wir bisher als fest geglaubt haben, das ist jetzt alles in Bewegung, ja. Ich glaube, dass es sogar sein könnte, dass die, Sarah und ich haben ja auch einige Verfassungsklagen damit,
Staatsschuldenkrisen menschlich gelöst werden, dass bald in den USA ein Interesse aufkommen könnte daran, dass diese Verfassungsklagen ordentlich behandelt werden. Dann hat man einen schönen Musterpräzedenzfall, wenn die USA mal ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Dass man dann die Einwohner der USA auch menschlich behandelt im Vergleich zu den Gläubigern der USA. Es könnte noch passieren. Ich bin kein bisschen schadenfroh. Ich freue mich einfach über, wie soll ich sagen, über da, wo man schlechte Dinge verhindern kann und stattdessen eine gute Richtung geht, eine menschliche Richtung. Ah ja, und jetzt als letzter Punkt noch eine gute Wendung. Die israelische Regierung ist völlig in Panik, weil jetzt diese Boykottgeschichte gegen Israel immer mehr greift, ja. Und jetzt haben sogar Firmen in Israel sind zur Regierung gegangen und gesagt, also eure ganze Siedlungspolitik, die macht uns echt das Leben schwer. Das heißt, auch da kommt der Druck von der Wirtschaft, denn immer mehr wird Israel isoliert und boykottiert und wegen dieser ganzen illegalen Siedlungsaktivitäten, ja. Und das scheint immer mehr zu greifen. Und es hat sogar die Tzipi Livni, oder wie die heißt, die, ich glaube, sie ist Innenministerin, hat sogar auf die Frage, wird denn Israel so isoliert wie damals Südafrika unter Apartheid, hat sie ja gesagt. Das ist erst vor 2 Tagen im Fernsehen gewesen. Ich meine, es ist sensationell, was sich alles ändert. Die Frau Livni ist in der israelischen Regierung, soweit ich weiß, Außenministerin. Und sie war mal Außenministerin. Ja, echt? Ja, das ist schon längst. Ist ja der Liebermann ist ja seit Jahren Außenminister. Oh. Nein, sie ist Innenministerin jetzt. Aha. Ja. Unter Netanyahu. Sie ist doch eigentlich immer eine gewesen, die eine der Moderatoren und die für Aussöhnung mit allen Staaten ist. Ja, sie ist, das stimmt. Also für israelische Verhältnisse, also für nach unseren Verhältnissen wäre sie rechtsradikal, aber in israelischen Verhältnissen sind sie noch liberal, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe bisher eigentlich nur Gutes von der Frau gelesen. Naja, damals 2009, wo es um die Bombardierung des Gazakrieges ging, hat sie ziemlich schlimme Sachen gesagt. Das habe ich nicht mitbekommen. Damals war sie Außenministerin. Hm. Nee, also das heißt also, auch da wächst der Druck von der Wirtschaft her, dass der schmerzt jetzt. Also der fängt an zu schmerzen, der Boykott israelischer Waren. Ja. Und es sind ja immer mehr Universitäten in England und auch in Amerika, die auch einen Boykott ausgesprochen haben und auf wissenschaftlicher Ebene nicht mehr mit Israel zusammenarbeiten. Wegen dieser ganzen Landdiebstahl, der da tagtäglich stattfindet, ja. Ich meine, ich glaube, die Welt, wenn wir jetzt von Weltgemeinschaft reden, ich glaube, die Weltgemeinschaft hat erkannt, dass der Einzige, der wirklich einen Frieden im Nahen Osten im Weg steht, das ist Israel. Ganz klar. Ja? Ich glaube eher, das liegt daran, dass die Israelis, die die Frieden wollen, nicht so im Rampenlicht sind. Das sollte man ändern. Ah ja, es nutzt ja nichts. Sicher gibt es viele in Israel, die Realisten sind und das auch als Verbrechen ansehen, was man den Palästinensern antut. Nur sie haben kein Gehör, sie haben nichts zu sagen, sie sind nicht an der Regierung, ja. Und es ist ja wirklich so, dass jeder, der versucht hat, mit den Palästinensern Frieden zu schließen, der wurde ja weggeräumt. Ich meine, den Rabbin haben sie erschossen. Den haben sie einen Kugel in den Kopf gejagt, wo er versucht hat, mit den Palästinensern Frieden zu schließen. Die räumen ja ihre eigenen Leute weg. Auf offener, bei einer Veranstaltung haben sie in den Kopf geschossen. Ja?
dann wird es Zeit, dass so viele israelische Pazifisten zu Wort kommen, dass man sich sowas nie mehr traut. Ja, kann man nur hoffen. Weil, also wirklich, wir haben ja bis hier oben hin haben wir doch diesen ganzen Scheiß da unten satt, ja? Hm. Ich bin da nicht so aktuell in dem Thema drin. Ja, im Thema Israel. Ja, aber ich denke, es liegt einfach daran, dass die ganzen friedlichen Kräfte und ausgleichenden Kräfte zu wenig gezeigt werden. Und wenn man da mehr Leute zeigt, die wirklich für Völkerverständigung sich einsetzen in Israel, und wenn es mal von kleineren Parteien ist oder Minderheiten in den großen Parteien, ich glaube, dann wird sich da ganz radikal was zum Positiven ändern. Wenn die sehen, wie die bekommen Aufmerksamkeit, weil die sich für Völkerverständigung einsetzen, ja, ja. Dann wird das Beispiel machen. Ja, wir können es nur hoffen, und es sieht danach aus, denn das tut ihnen weh. Ich meine, wenn das dann nicht mehr mit der Wirtschaft so funktioniert und sie dann genauso ausgegrenzt werden wie damals Südafrika, ja. Ich meine, das hat ja das südafrikanische Regime ja auch in die Knie gezwungen. Hm. Nicht? Ich muss sagen, ich habe die Israelis genauso gern wie die Iraner. Der Punkt für mich ist einfach nur, es ist wichtig, denen die Aufmerksamkeit zu geben, die für Ausgleich sind. Und da ist in Israel noch einiges zu tun. Da können wir was zu beitragen, die ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, die Israelis. Es geht ja nie um die Bevölkerung, es geht ja nie um die Völker selber. Ob das jetzt Amerikaner, Deutsche, Israelis oder Iraner oder Russen sind. Es geht doch immer um die Regierung, ja. Meine Kritik geht immer in Richtung Regierung und nicht gegen irgendwelche Bevölkerungsgruppen. Nie, ja. Okay. Und das wird ja wohl berechtigt sein, dass man eine Politik, die falsch ist, dass man die kritisieren darf. Ja, ich meine, wenn es so weit kommt, dass man nicht mal mehr Regierung kritisieren darf, dann ist eh fertig, ja? Nicht? Vielleicht sollte mal demnächst mal eine Olympiade in Israel sein. Oder Israelis und Palästinenser machen gemeinsam olympische Sommerspiele. Oder eine Weltmeisterschaft, eine andere Sportart. Das wäre doch mal was. Wenn sie das gemeinsam organisieren müssen. Ja, das wäre ein Traum, wenn das mal möglich wäre, ja. Da müssen die sich vertragen, um überhaupt das Organisatorische hinzukriegen. Das wäre doch mal das Richtige. Sicher. Da müsste es aber gewaltig sich ändern. Nicht? Aber, wie wir ja vorher festgestellt haben, Wunder gibt es immer wieder. Das denke ich auch. Und ich glaube, da liegt was in der Luft, dass sich da in Israel positiv was wandelt. Wir müssen nur im richtigen Moment hinschauen. Ja. Gut. Ich glaube, mit diesem Ausblick können wir das beenden und wirklich hoffen, dass 2014 sich vieles zum Positiven wandelt. Weil so kann es ja nicht weitergehen, ja. Genau. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, eigentlich ging es um Sochi und wir haben eine ganze Menge andere aktuelle Fragen berührt. Ja. Auf jeden Fall werde ich versuchen, wenn ich dann jetzt im Februar unten bin, werde ich versuchen, dann so viel wie möglich darüber zu berichten und werde euch dann halt am Laufenden halten. Okay. Herzlichen Dank. Bis bald. Gern geschehen. Tschüss.